Inzwischen ist es ein offenes Geheimnis. Rechtsaußen findet in Deutschland zusammen Splittergruppen, offene Verfassungsfeinde und eben auch Politiker der Bundestagspartei AfD marschierten vergangene Woche in Chemnitz Seite an Seite neben Neonazis. Ein Fall für den Verfassungsschutz? Dazu gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Gerhard Baum, der alte Kämpfer für Bürgerrechte in der FDP etwa, hält den Erkenntnisgewinn für gering. Außerdem, die Partei könne sich in der Märtyrerpose gefallen. Die Partei Alternative für Deutschland und ihre Strategie, Kritik an ihr postwendend zu instrumentalisieren. Sie ist nun Gegenstand eines spannenden Berichts einer jungen Partei-Aussteigerin. In ihrem soeben erschienenen Buch Inside AfD beschreibt sie, wie diese Partei immer wieder haarscharf an der Grenze des Sagbaren die Wahrheit verdreht. Kein Mensch bleibt immer gleich. Franziska Schreiber ist aus der AfD ausgestiegen, trägt ihr aktuelles Lebensmotto auf dem T-Shirt. Hinter der studierten Rechtswissenschaftlerin liegt eine steile Parteikarriere. Vorsitzende der Jungen Alternative in Sachsen, stellvertretende Pressesprecherin, später auch im Bundesvorstand. 2017 vor der Bundestagswahl schmeißt sie hin. Ihr Protest gegen den zunehmenden Rechtskurs der AfD. Selbstkritisch schreibt sie in ihrem gerade erschienenen Buch über Parteiinterna und ihre eigenen Verfehlungen bei der Öffentlichkeitsarbeit. Es musste so scharf formuliert sein, dass jemand, der rechts denkt, sich von dieser Aussage angezogen fühlt. Es durfte aber nie juristisch angreifbar sein. Das war die erste Prüfung, die man vornehmen musste. Und es musste im innerparteilichen Machtkampf, also man musste auch der Basis gefallen. Ihr Beispiel: Asylbewerberstatistik der Jungen Alternative 2015 auf Facebook. Die blauen Zahlen sind alles die tatsächlichen Zahlen der Asylbewerber. Und dann ist ja die Frage, wie kommen wir auf diese 2,5 Millionen im Dezember? Und die Antwort ist ganz einfach, wir haben es uns ausgedacht. Fakten auslassen, Zusammenhänge suggerieren. Sie selbst habe nach dieser Taktik gearbeitet. Zum Beispiel, wenn wir eine Grafik machen, dass 25% der Gefängnisinsassen in Sachsen Ausländer sind. Wir aber wissen, dass von diesem Ausländeranteil ein großer Teil aus der EU kommt, der allergrößte Teil mit Asylbewerbern überhaupt nichts zu tun hat und wir das aber trotzdem als Aufhänger nehmen, um zu fordern, dass Asylbewerber konsequenter abgeschoben werden, dann ist es unredlich. In ihrem Buch legt Franziska Schreiber Kommunikationsstrategien der Partei offen. Auf unsere Anfrage, wie die Partei sich zu den erhobenen Vorwürfen der Autorin verhält, schrieb die AfD, Zitat: Die Alternative für Deutschland kommentiert die in Inside AfD, der Bericht einer Aussteigerin, dargestellten Zusammenhänge grundsätzlich nicht. Die Philologin und Politologin Heidrun Kemper hat Sprache, Gestik und Kommunikationsstrategie der AfD im Bundestag genau analysiert. Provokation und Beleidigung, das ist etwas, von dem ich sage, dass die AfD davon lebt. Sie hat in ihrem sogenannten Strategiepapier darauf hingewiesen, dass wenn sie nicht thematisiert wird, wenn sie provoziert hat, dann hat sie was falsch gemacht. Provozieren und mobilisieren, auch im Zusammenhang mit den Ereignissen in Chemnitz. Sprachliche und physische Gewalt hängen zusammen. Die Sprache geht der Tat voraus. Allzu oft schließen AfD-Abgeordnete ein geistiges Bündnis mit rechtsextremen Gruppen. Beispiel: Der Tweet des Bundestagsabgeordneten Markus Frohnmeier, Zitat: Wenn der Staat die Bürger nicht mehr schützen kann, gehen die Menschen auf die Straße und schützen sich selber. Ganz einfach. Heute ist es Bürgerpflicht, die todbringende Messermigration zu stoppen. Nicht nur bei Twitter und auf der Straße. Auch im Parlament sind Provokationen an der Tagesordnung. Dass es dort hochhergeht, ist nichts Neues. Doch die Auftritte der AfD haben Methode, so Kemper. Das ist genau der Unterschied. Also das Programmatische, das Kalkül und die Inszenierung. Und zwar in großen Teilen die übertriebene Inszenierung, im Hinblick auf Gestik zum Beispiel. Tumult statt Austausch von Argumenten. Burkas,
Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern. Damit diskriminieren Sie alle Frauen, die ein Kopftuch tragen. Dafür rufe ich Sie zur Ordnung. Die Rhetorik der AfD verschärft den Ton im Parlament, beobachtet die Wissenschaftlerin, auch bei den anderen Parteien. Sie sind aus demselben faulen Holz geschnitzt wie Erdogan, der Denizlicer ein Jahr seines Lebens verhaftet hat. Bei der Untersuchung der AfD in aktuellen Parlamentsdebatten sind der Sprachwissenschaftlerin Parallelen zu Sprachbildern und Begriffen aus der Endzeit der Weimarer Republik aufgefallen. Die AfD behauptet, dass die Migranten, die Geflüchteten in unsere Sozialsysteme einwandern. Das ist ein Thema, das uns jetzt im Moment auch gerade beschäftigt. Ja, es gibt diese Fälle, aber die AfD macht daraus ein Programm. Und dieses Einwandern in die Sozialsysteme, aus meiner Sicht ist das dasselbe Denkmuster, wie das sich verdichtet in dem Ausdruck Parasiten und Schmarotzer, wie wir es aus der Weimarer Zeit und aus der Nazizeit kennen. Ja? Also solche Parallelen gibt es ganz viele. Stichwort Überfremdung, der Ausdruck ist auch aus der Weimarer Zeit schon. Oder diese Parole Deutschland den Deutschen. Nicht nur die Sprache erinnert an diese Zeit. Jahrzehntelang galt auf Deutschlandstraßen nie wieder. Wer hätte gedacht, dass inzwischen in deutschen Städten der Hitlergruß wieder salonfähig wird? Welchen Anteil hat an dieser Verrohung die AfD? Die Stärke der AfD liege vor allem in der Stimmungsmache der Partei und nicht in der inhaltlichen Auseinandersetzung, so der Medienwissenschaftler Bernd Gäbler. Und gegen Stimmungen helfen Argumente wenig. Man könnte auch sagen, Personal und Programm ist fast egal. Weil es ist offenbar eine Grundstimmung, die sich in dieser AfD zusammenballt, die dann auch geformt wird, nationalistisch geformt wird, die aber doch in dem Land tiefer liegend anzutreffen ist, als viele es dachten. Und sie versuchen, die freie Presse einzuschüchtern und drohen unverhohlen auf Facebook. Zitat. Bei uns bekannten Revolutionen wurden irgendwann die Funkhäuser sowie die Presseverlage gestürmt und die Mitarbeiter auf die Straße gezerrt. Darüber sollten die Medienvertreter hierzulande einmal nachdenken, denn wenn die Stimmung endgültig kippt, ist es zu spät. Inzwischen wurde der Post gelöscht. Franziska Schreiber hat schon lange vor Chemnitz die Konsequenzen gezogen und ist aus der Partei ausgetreten. Wichtig ist, dass man immer wieder herausstellt, dass die AfD keine Lösungskompetenz hat. Und da kommt man an den kritischen Punkt, dass es dafür kein Konzept und wenn dann ein verfassungsfeindliches gäbe.